Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Planet Zoo hier bei Metalizer. Wir kriegen Nachwuchs. Oh, die Mandrills kriegen Babys. So viel kann ich schon mal spoilern. Und irgendwie blockieren Aktivisten unseren Eingang. Auch hier brauchen wir langsam durch meinen Techniker. So, Veterinärforschung, Tapire. Weiterforschen, Jungs, weiterforschen. Wie wieder vergessen zu forschen hier. Strome wird noch erforscht, sehr schön. Die Preise hier sind billig. Das werden wir jetzt ändern. Oh, da sind ein paar Aktivisten da. Hoffentlich gehen die gerade wieder. Gut. Bei den Tapiren wird sich also fleißig gefreut, denke ich, oder? Ja, oder? Moment. Noch gar nichts gesagt gerade, Moment. Tiere bräuchten einen Platz zum Schwimmen und Baden. Mittelamerikanische Tapir, aber die haben den doch. Einen Platz zum Baden gibt es. Vielleicht ist er nicht so gut erreichbar. Da kommen die auch nicht rein. Das kann natürlich auch ein Punkt sein. Kommen die jetzt denn rein zum Baden hier? Also Wasser haben die auf jeden Fall genug. Daran sollte es eigentlich nicht scheitern. Oh Gott, paaren die sich jetzt gerade? Oh, die schubbern sich. Süß. War das schon das Paarungsritual? Ich glaube noch nicht ganz. Noch nicht ganz. Das wäre natürlich cool, wenn die nochmal irgendwie ihren Nachwuchs kriegen würden. Guck mal, ob wir das hier irgendwie. Aber eigentlich sollten die doch hier schwimmen können jetzt. Schön viel Platz zum Herumlaufen. Ja, das war nicht immer so hier in dem Park. So, was sagen die Leute jetzt hier? Veterinärforschung abgeschlossen. Ah, wir haben drei Gegenstände für den Tapir freigeschaltet. Das heißt, ein bisschen Spielzeug, besseres Essen und etwas Wissenswertes. Schauen wir mal. Sind stark gefährdet im Übrigen. So, ein bis zwei, genau, das hatten wir schon. Sprinkler, Pappkarton, Futterspender, fast groß und Beschäftigungsfutterbox. Der mittelamerikanische Tapir ist das größte Landsäugetier Mittelamerikas. Okay. Ja, würde sagen, kümmern wir uns mal um unsere Tapire. Nur, dass die noch ein bisschen besser sich beschäftigen können, nämlich mit der Futterbox hier. Dann kriegen wir noch einen Pappkarton hier. So, also zwei. Wasserspender. Jetzt müssen die Qualität. Ach ja, guck an, guck an, guck an. Die Qualität geht nach oben. So wie wir es haben wollten. Oh, ist ein Mandrill trächtig, ne? Noch eins. Ja. Im Juli, Jahr 9. Also noch knapp 7 Monate. Dann kriegen wir weiteren Mandrill-Nachwuchs hier. Sehr schön.
Wo ist denn eigentlich das Weibchen? Wir hatten ja noch einen Mann drin hier. Schauen wir mal. Das war das eine Jungtier. Mal kurz im Alter so noch sortieren. Gehen wir mal auf Zoo und dann auf Tiere. Dann sortieren wir das nach dem Alter. Nummer 3. Ah, hier. Der hier war's. Ja. Wo haben wir ihn? Dort. Er ist mittlerweile 3 Jahre alt, also demnächst auch irgendwann ausgewachsen. Gucken wir mal, wann? Ja, also so, ich glaube mit 6, 7, 8 in den Dreh. Mit Zoopedia. Artendaten. Ach hier, Alter, Geschlechtsreife 7 Jahre. Okay. Also nicht mehr lange. Gut, was sagt die Forschung? Tapir ist jetzt alle fertig. Nice. Mit 3 Gegenstände freigeschaltet. Haben wir da bekommen. Einmal wissenswerte Fakten, Spielzeug und noch mehr Fakten. Gucken wir mal eben, was wir jetzt bekommen haben. Der nächste Verwandte des Tapirs ist das Nashorn. Okay. Was? War mir nicht bewusst. Wieder was gelernt. Wir haben jetzt auch noch einen kleinen Ball freigeschaltet für die Tapire. Und wo sind denn die? Da sind die gerade am Schlafen. Okay, die legen sich gerade hin, sind müde und kacken auch ein bisschen. Ein bisschen viel. Und wir haben Kacken gestört. So, werfen wir mal den kleinen Ball hier hin. Und was wir definitiv brauchen, weil die Leute sind hier, drehen hier ein bisschen durch. Überwachungskamera. So, die Kamerasicht sollte von hier aus passen. Die kopieren wir uns aber mal und hängen sie auch nochmal hier oben hin. Ich glaube, man muss hier ein bisschen auf Nummer sicher gehen jetzt. Safety first. Ah, wir haben Aktivisten. Okay, super. Wo wird denn hier protestiert? Also ich meine, hier wird irgendwo... Ich glaube, hier stehen die Schüler irgendwie alle fest, ne? Können wir auch nichts rausklicken hier, glaube ich. Schauen wir mal, ob sich's auflöst. Die Frage ist, ob die Tapire nochmal schwimmen gehen jetzt. Also wenn schlafen sie ja noch hier relativ viel. Und wäre natürlich super, wenn die Nachwuchs noch kriegen würden. Das wäre natürlich perfekt. Dann stehen wir vielleicht das Tier. Ja, doch, wird gerade verlegt in die Tierarztpraxis. Sehr gut. Und wir bekommen ja auch einen weiteren Nachwuchs. Haben wir hier noch ein schwangeres Tier irgendwo? Ah. Ja, sie ist ja noch trächtig. Da warten wir Nachwuchs im Juli. Müsste also auch demnächst kommen. Halten wir es mal im Auge. Also auf jeden Fall, Mandrill-Nachwuchs ist super. Drücken wir die Daumen, dass es jetzt diesmal ein Weibchen wird. Das wäre natürlich
Das wäre ein Traum. So, Nachwuchs erwartet. Kommt's auch? Zack. Und, oh, ist schon wieder Männchen. Ach komm, gib mir noch Weibchen. Oh, was für Werte. Ich meine, guck doch mal die Werte hier an. Also, Größe 33%, Lebenserwartung 41%, Immunität 50%, das ist halt nix. Ah, nicht gut, nicht gut, nicht gut, nicht gut. Wir haben ein paar Faunen verkauft, okay. Den hier zwar nicht, wir verkaufen den mal für, weiß ich nicht, 30. Und der Wolf ist auch nicht weggegangen. Verkaufen wir den mal für 50. Vielleicht werden wir den ja noch los. Aber gut. Wir schauen mal, wie es weitergeht. Und ich denke mal, das wird dann schon werden. Auf jeden Fall kommen wir ganz gut voran. Wir sind auch noch mit 495 oder ja knapp $500 im Plus. Was will man mehr? Fantastisch. Oh, noch eine Veterinärforschung haben wir noch freigeschaltet. Auch wieder für den Tapir 3 Gegenstände. Auf jeden Fall eine Wissensbox, also Infos. Gucken wir mal. Hier. Heu, Früchte, genau, das sind das, womit sie gerne spielen. Den Rest haben wir hier schon drin. Aber was heißt spielen? Was sie gerne essen? Früchte essen. Das heißt, sie werden jetzt in den nächsten Mahlzeiten auch Früchte bekommen. Technikerforschung geht natürlich nicht weiter. Gucken, was die Mitarbeiter machen. Der hat zu wenig hier. Der braucht wahrscheinlich 3000 jetzt. 3100. Ja, 3100 passt. 1600 passt. 3100. So. Gut, auch die Tierärzte sind gut beschäftigt. Ansonsten bilden wir auch mal die Mitarbeiter weiter. Aber 330 sind zufrieden. Oh, achso, der hat gerade nichts zu tun. Lieber 330 sind zufrieden. Wunderbar. Warum die nicht schwimmen gehen, weiß ich noch nicht. Vielleicht müssen wir irgendwann ein größeres Tapir-Gehege bauen. Oder wir ziehen einfach mal die Sträucher hier die andere Seite. Quasi hier so auf der Ecke hier hin platzieren, so. Gucken, reicht ihnen das dann so? Die Sauberkeit ist nicht ganz perfekt. Da rufen wir mal einen Tierpfleger jetzt eben. Ansonsten sieht das aus. Ja. Sollte passen. Also jetzt könnten die theoretisch auch locker mal schwimmen gehen. Wir springen die Zeit ein bisschen vor und schauen, ob wir die schwimmen gehen. Trainierforschung abgeschlossen. Auch für die Tapire sein. Sehr gut, ja. Was haben wir jetzt da freigeschaltet? Tapire pfeifen, um miteinander zu kommunizieren. Okay. Aber sonst haben wir nichts an Spielzeuge so freigeschaltet. Nun, die Spenden gingen hier ganz gut rein. 2000. Das ist schon okay. Gut. Dann schauen wir mal, dass sich dann, nachdem wir das Spiel einmal neu gestaltet haben, vielleicht diese ganze Masse hier ein bisschen auflöst. Das wäre schon mal ganz gut.
Nehmen wir die Eintrittspreise noch ein bisschen an. Weil die Leute kommen halt hier echt schwer durch. Das ist das Problem hier. Weil wir können mal gucken. Nämlich einfach abreißen. Können wir den Eingang hier vielleicht... Den können wir da nicht kopieren. Schade. Ich dachte, wir können vielleicht nochmal einen neuen setzen oder so. Ne, schade, das geht nicht. Das wäre aber auch zu einfach gewesen. Was haben wir mal den ganzen Schrott hier mal weggemacht? Aber jetzt sehen wir zumindest mal besser, was hier los ist. Schade. Gut, in diesem Sinne, wir werden das Spiel mal neu starten und dann gucken, wie es weitergeht. Ja, ja, die bösen, bösen Aktivisten blockieren unseren Eingang im Park. Kaum zu glauben. Dafür haben wir einen anderen Nachwuchs bekommen. Und auch bei den Tapiren gibt es bald Nachwuchs. Wenn euch das Video gefällt, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Wenn es euch nicht gefällt, einen Daumen nach unten und schreibt eure Meinung gerne in die Kommentare rein. Und über ein Abo würde ich mich auch sehr freuen. Bis bald, euer Metalizer.